das ein Übergang, Christian? Ha? War das ein Übergang? Das war ein Übergang. Liebe Hände, wir sind das erste Mal sind wir komplett live. Alles, was ihr hört, ist entweder live oder eine Aufzeichnung. Und wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts und wir haben gesagt, wir machen das heute auf Südburgenländisch. Vielleicht kommt manchmal ein bisschen ein Steirisches durch. Ja, aber wir probieren unser Bestes. Oliver, du kannst ja wie kein anderer diese Sprache sprechen. Das ist bei dir, du saugst es auf wie ein Schwamm. Diese Sprache. Über wen reden wir heute? Was haben wir uns denn vorgenommen? Wen haben wir heute mitgebracht? Das ist das erste, möchte ich mal sagen. Craziness und tiefgreifende Analyse von den Leben from the Held. Das ist, was unseren Podcast ausmacht. Und wir reden heute über Black Jack oder manche sagen auch Jack Black zu ehren. Und ich sag dir eins, Christian. Ich habe ja heute mich beeilen müssen, weil wir sind ja um Punkt 12 von Montag auf Dienstag live da und da darf man nicht trödeln, verstehst? Habe aber noch einiges zum Dorn gehabt und am Weg ins Studio, du wirst es nicht glauben und liebe Hörerinnen und Hörer, hört jetzt genau zu. Habe ich noch zwei Regen, wie immer geratet. Ist das eine geile Geschichte oder was? Ja, du hast recht, aber weißt du, was unsere Hände auch noch interessiert? Das heißt nämlich, hast du ein scheiß Wochenende gehabt? Hast du scheiß... Ja. Weil ich hab gehört, es ist der Zirkus bei euch. Und da warst du... Zirkus Burgland gefahren. Wie war das? Haben die noch Viecher? Hat er gegeben den Clown, Zirkus Director, hat er gegeben der Hochseilartist und der Pferd. Der Pferd war besonders toll. Ist er gelaufen in den Kreis, hat er gemacht ein paar Kunststücke und Höhepunkt war der Feier. Ist er durch eine Feier gesprungen, der Löwe und der Tiger. Du beinest unseren Bären auf. Das, wenn du anfängst zum Liegen, das ist ein Fass ohne Boden. Da muss man so aufpassen, es heißt mir fast gehabt. Okay, aber eins kann ich dir sagen, es war tatsächlich ein wunderscheiß Wochenende. Ah, das ist ein scheiß. Ein besonders scheiß Wochenende was. Hast du ein scheiß Wochenende gehabt? Ich habe ein scheiß Wochenende gehabt. Ich habe Freikarten gehabt für die Rapid-Frauenmannschaft. Frauenmannschaft Rapid, die fangen jetzt erst an, die spielen in noch gar keiner Liga, weil die Rapid haben ganz spät angefangen mit Frauenfußball. Und die haben am Samstag, haben die ein Testspiel gehabt gegen die Frauenmannschaft von den Treskirchener. Das sind aber gut, die Treskirchener, alte, traditionelle Frauenmannschaft. Ja, wir haben trotzdem verloren. Waren nicht gewöhnt, wahrscheinlich im Stadion zu spielen. Und da ist ja auch das Besondere, die Frauen hätten gar nicht im Stadion spielen dürfen. Das haben sie dann quasi hochverlegt wegen dem hohen Andrang. Oh, okay. Ja, ja. Ja, und was hat der Trainer von den Dreiskirchner dann zu den Mädels gesagt? Hat er gesagt, so, Mädels, nächste Training, besonders hart. Ja? Gemütlichkeit ist gestrichen, hat er gesagt. Ist gestrichen. Und was du so auch gesagt hast? Das Wichtige ist, dass gesunde Zähne haben. Das neue Zahnpasta. Zähne Boot Session extra. Ja, genau. Dry am Tag diesmal. Diesmal müsst ihr dry mal putzen, damit ihr zumindest schöne Zähne habt, wenn ihr so scheiße spült. Ja, ob wir da jetzt wieder rauskommen aus dem, ha? Möchtest du den ganzen Podcast zu machen? Ich glaube, die ersten Thomas. Gesagt Thomas. Übrigens, Dieter, mein Freund, ja?
euer Kollege aus dem Sturschädel, du kennst ihn, und ein Freund aus alten Tagen, from die Kindheit, und er bewahrt bis in die Erwachsenenzeit, sagt der Hundling durch Glot, könnte man direkt einspielen, habe ich aber nicht parat, ist er zurück, der Coach, als Coach wieder zurück, hat er gecoacht uns, ist er natürlich wieder mal mir in den Rücken gefallen, und hat dir wieder den Bauch gepinselt. Das ist eine Frechheit, wenn du mich fragst. Das ist eine absolute Frechheit. Er hat halt auch recht gehabt. Das ist ein Wahnsinn, ne? Der hat ich meine, viel schlimmer ist ja die Tatsache, dass du schlecht redest drüber, dass er ihn auch vorlese. Das ist ja die echte Katastrophe. Aber das glaubst du jetzt einmal, das ist vorbei. Rede nicht drüber. Der Volk gibt mir recht. Soll ich noch suchen schnell? In einer Minute kann ich reinspielen. Nein, Bro. Du, wir wissen es und die anderen geht ja nichts an. Was wir gecoacht werden. Oder? Ja, ich weiß nicht so recht. Ob das nicht für die Allgemeinheit ist. Das Zweite, was er da gesagt hat. Was hat er denn gesagt? Chrissy, und jetzt hätte ich es fast noch vergessen. Ich weiß nicht, ob das eine Empfehlung ist, wenn du dir der Rabe Duell der Zauberer 4 bis 5 Mal angeschaut hast, weil ich kann mich noch gut erinnern, wie du gesagt hast, in irgendeinem anderen Podcast, der Film hat mir nicht so taugt, den habe ich mir nur 3-4 Mal angeschaut. Also, ich will schon wissen, welche Filme hast du 10 Mal angeschaut. Die sind da. Ja, alle, jetzt bist du weg. Ich eigentlich auf, der Internet. Christian. Nein, bin einer da. Bist einer da. Fällt dir eigentlich auf, dass der Coach, der Dieter, jetzt, wo er so ein erfolgreicher Podcaster ist, mit mehreren 10.000 Hörer in der Minute, dass der jetzt ganz anders schon betont als früher? Hä? Er kann. Früher diese extrem langweiligen, faden Sprachnachrichten, ne? Und jetzt ist es sogar das schon entertaining. Es ist entertaining, ich muss dann aber auch noch sagen, Olli, ich weiß nicht, ob du mich hörst, weil du auch weiter redest. Oliver? Ich sage gar nichts. Aber im Mund hast du bewegt. Nein, ich finde, also, danke mal, Dieter, für die Nachrichten. Es hast die zweite eingespielt, nicht die erste, wo er wirklich das lobt, was ich mache. Aber bei der zweiten, ja, mir fehlt da ein bisschen die Quellenangabe, weißt du? Der sagt in irgendeinem Podcast, das muss man halt nur einmal vorspielen und muss damit durchhören, Dieter. Und sag mir mal, in welchem Podcast ich das überhaupt gesagt habe, bitte. Und jetzt. Jetzt hau in den Heldenjingle. Hau in den Heldenjingle schnell. Der Knopf geht nicht gescheit. Ne? Voll drauf drücken. Der Held der Woche. Thomas Jacob Black wurde am 28.08.1969 in Santa Monica. Ich war mir sicher, dass du jetzt normal redest. Ich bin wirklich überrascht. Ja, das lassen schon Emotionen und Gefühle von meiner Seite her. Also 1969 geboren in Santa Monica. Das ist in Kalifornien. Als Sohn von 2 Ingenieure. Thomas William Black und Judith Love Cohen. Und jetzt. Das ist ein geiler Name eigentlich, oder? Judith. Love Cohen. Ja. Dann gibt man auch mal als Helden, nehmen den Cohen. Guter Mann. Oliver Love Hauser. Die damals am Apollo-Programm, Olli, mitgearbeitet haben. Dir ist sicher nur klar, was das Apollo-Programm war, oder? Na sicher, das ist das mit dem Mond. Mit dem Mond. Fort. Mit dem Mond ist das. Ja. Weiß man eh noch. Seine Mutter. Super Typ. Waren für alles gute Typen. Jetzt hör mal zu. Du tust dir jetzt in deinen neuen Skripten, tust dir nur noch zusammenfassen. Ja? Du musst einmal schon fragen, was du für Emotionen habt zu diesem Kerl. Ja? Ich sag dir nämlich eins, Jack Black ist für mich in erster Linie der Tenacious D-Sänger und Down ist der Schauspieler. Habe ich nicht gewusst, glaube ich, schon gewusst, aber nicht so richtig, schon kennt, aber war nicht so wichtig für mich als Schauspieler, weil viel gespielt hat er die Nebenrolle. Ja?
Und erst jetzt, also jetzt, wir versetzen uns zurück ins Jahr 2005 oder 6 oder so, habe ich Tenacious D kennengelernt. Es war die Zeit der großen Indie-Rock-Bands. Kaiser Chiefs zum Beispiel, Franz Ferdinand, ja, diese Bands, ja, Mando Diao zum Beispiel, ja. Und auch Tenacious D. Und ich war mindblowed, liebe Freunde, von dieser unfassbar geilen Musik. Die hat mir so taugt. Und Jack Black seitdem ein wahrer Held für mich. Und der Bipo liebt's, wenn wir wahre Helden besprechen. Und wer ist crazier als der Jack Black? Das hat mir halt auch sehr taugt. Dieses Dick-Duck. Und herumhupfen und kicken und Schädel wogeln. So gut. So gut, der Typ. Liebe ihn. Ja. Sehr schön. Und du? Und du, Christian? Ja, ich habe... Erzähl mir mal, wie ist das bei dir? Ich habe einen netten Sänger kennengelernt. Ich habe einen Schauspieler kennengelernt und dann ist er mir erst aufgefallen, ein Sänger durch, ich glaube, wird denn das Album geheißen? Rise? Like a Phoenix. Rise like a Phoenix, oder? Rise und ein Schnitzel. ich habe mal Schauspieler zuerst einmal wahrgenommen. Ich kann mich nur daran erinnern. Diese Nebenrollen, aber zum Beispiel in High Fidelity spielt eine extrem gute Nebenrolle und ist ein sehr, sehr guter Film, finde ich. Und dort ist er sehr wichtig für einen Film. Genauso School of Rock und so. Das waren doch alles crazy Sachen, die mir taugt haben. Und dann habe ich später eben mitgekriegt, dass er auch Musik macht. Und das war sehr gut. Mhm. Aber ich habe ihn sicher nicht als Musiker kennengelernt. Und ja, er ist crazy. Vielleicht schauen wir heute ein bisschen dahinter, ob diese Craziness überhaupt echt ist. Oder ob das einfach eine überzogene Rolle ist, die er spielt, das Schutzschild. Ja? Gehen wir da ein bisschen näher vielleicht später drauf ein. Ich finde da seinen YouTube-Kanal Czeplinski sehr, sehr gut. Kennst du das? Sehr gut, ja. Absolut. Ja. YouTube-Short-Videos extrem crazy zugespitzt. Voll. Nicht nur Shorts, es sind manche dauern, glaube ich, auch 20 und Minuten. Es sind lange Videos, wo er dann irgendwie spielt. also gamed. Naja. Magst du noch was sagen zu deinen Emotionen? Ja, ich wollte nur sagen, Rise of the Phoenix, auch anders buchstabiert, als man es glaubert, ist 2012 erschienen. Die erste CD von Erna war 2001. Tenacious D, so heißt sie. Und dann war Pick of Destiny. Meiner Meinung nach natürlich Tenacious D, die erste CD, unschlagbar gut. Ich finde die zweite extrem stark. Die ist auch sehr, sehr stark, Christian. Du hast vollkommen recht. Ich habe es dreimal live gesehen, Tenacious D. Einmal haben wir es gemeinsam gesehen. Weil da hat es überhaupt nicht zart. Einmal haben wir, das war glaube ich das, was nicht so gut war im Gasometer damals, gell? Das war nicht so toll. Und ja, das letzte Mal war es dann. Wieso war es nicht so toll? Warum war es nicht toll? Naja, weil Gasometer, weil man immer sagen muss, es hat gefreit. Es hat ihn nicht so gefreit. Mhm. Ja, ich kenne nur das eine, ich habe da keine anderen Referenzerlebnisse, darum kann ich das nicht sagen, jetzt unterhalten. Ich weiß, mich hat es nicht so gefreut am Anfang, aber dann irgendwie schon wieder. Mhm. Aber es war Tenacious D. Ich habe das ja nie als, also für mich war das immer so ein bisschen so ein Spaßprojekt. Ich habe das nicht so ernst genommen als jetzt das Musiker. Wobei das ist der richtige absolut Zugang. Ernst zu nehmen, glaube ich, ist. Mhm. Aber, ja, okay. Komm, verplaudern wir uns. Das letzte Mal, Christian, und dann das letzte Mal, das möchte ich nur jetzt noch unterbringen, wo ich gesehen habe, das war erst vor kurzem, glaube ich, letztes Jahr oder so auf einem Festival. Wahrscheinlich mit unserem lieben Freund, unserem Musikerfreund aus Salzburg. Und da war es super. Da war er schon mit dem weißen Bart und der Megawampen und diesem weiten Gewand mit Feuer Zeichen drauf. Und da war er richtig gut drauf. Das ist sein dritter Frühling. Mir kommt vor, er fokussiert sich jetzt wieder einfach auf weniger Dinge und dann ist er vielleicht auch nicht summiert. Okay. Müssen wir vielleicht den Dieter mal fragen, wie er das sieht. Ja, oder den Bipo. Mhm. Darf man auch mal sagen. Wenn er uns mal eine CD schickt mit einem Feedback.
Na gut. Christian, erzähl doch weiter, du warst gerade so im Schwung. Ja. Was ist denn da jetzt mit seiner jüdischen Herkunft? Ist da irgendwie, hat der jetzt einen christlichen Vater und eine jüdische Mutter? Genau so ist es. Genau so ist es. Er hat aber auch, er ist nach jüdischem Glauben erzogen worden und hat auch eine Bar Mitzwa gefeiert, Olli. Okay. Würde man jetzt gar nicht so glauben, wenn man so sieht, oder? Irgendwie? Ich hätte nicht daran gedacht. Aber ich habe eigentlich überhaupt keine Religion zugeordnet. Seine Eltern haben sich scheiden lassen, als er 10 Jahre alt war. Er hat dann hauptsächlich bei seinem Papa gewohnt. Mhm. Es war möglich, dass er eine Privatschule besucht. Und er hat ein Studium auch begonnen an der UCLA. Das hat er dann aber zugunsten seiner Karriere im Showbusiness abgebrochen. UCLA muss ich jedes Mal, wenn das erwähnt wird, natürlich sofort an Zurück in die Zukunft denken. Wie der alte Biff beim jungen Biff im Auto sitzt 1955 und sie den Radio einschalten und er sagt, ich wette mit dir, dass UCLA gewinnt. 19-17. Ja, er war im Alter von 13 Jahren zum ersten Mal in einer Fernsehwerbung für ein Videospiel zu sehen, Pitfall. Und dann hat er seine Karriere überwiegend als Fernsehschauspieler fortgesetzt. Da haben wir ihn noch nicht so mitbekommen, weil das vielleicht einfach zu kleine Rollen waren. Es waren Serien wie Alles Okay, Corky, die mir überhaupt nichts sagt, vielleicht nie zu uns gekommen. Ausgerechnet Alaska, das sagt mir schon was. Die ist gelaufen bei uns. Ich weiß nicht, ob ich die verfolgt habe. Viel ist nicht mehr in Erinnerung. Du, Olli? Nein, habe ich nicht verfolgt. Ja. Dann hast du gegeben zum Beispiel Tatort Gartenzaun. Ja. Und als Filmschauspieler ist er dann erst in den 90er Jahren dann in Nebenrollen aufgetreten. Zum Beispiel. Aber er ist auch bei Friends aufgetreten. Das weiß ich schon. Bei Friends ist er mal aufgetreten und auch bei Seinfeld, glaube ich, habe ich nochmal gesehen. Und nur irgendwo. Weiß ich jetzt nicht. Das recherchiere ich jetzt so schnell aus, aber sprich ruhig weiter. Ja, er ist in Filmen wie Demolition Man 1993 aufgetreten. Habe ich keine Erinnerung an ihn. Ja, nicht. Waterworld war er dabei. Habe ich keine Erinnerung an ihn. Bei Mars Attacks war er dabei. Keine Erinnerung. Genauso bei der Schakal. Doch, da habe ich schon eine Erinnerung. Bei Mars Attacks hast du Erinnerung? Ja. Okay. Ja, aber das war ja so starbesetzt, dass er gar nicht so richtig aufgefallen ist. Und er war ja noch kein Star, wirklich. Ja, außerdem. Ja. Bei Akte X hat er auch mal mitgespielt. Sehr unfassbar. Der Schakal und beim Staatsfeind Nummer 1, muss ich gestehen, wirklich nirgends Erinnerungen an ihn. Um die Jahrtausendwende herum dann hat er allmählich den Sprung vom Neben- zum Hauptdarsteller geschafft. Ja? Zum Beispiel hat er die Rolle des Barry in High Fidelity bekommen, von dem ich vorher schon erzählt habe. Olli, ich weiß, du bist tief in Recherchen versunken, trotzdem bleib kurz dabei. Noch, ja? Wer hat ich die glaube, Hauptrolle er, dass der Kyle in Guest, High der in Fidelity? Der bei Friends aufgetreten ist. Mittlerweile. Okay. Na, vielleicht änderst du deine Meinung nur im Laufe dieser Folge. Du, John Cusack, den wir alle kennen und lieben, der sicher auch mehr Held wird, hat da die Hauptrolle gespielt. Und spielt nicht Lisa Bonet mit? Ja, sie Lisa spielt Bonet, mit. Wunderschöne Rolle für sie, ja. Da wirkt sie. Das ist auch eine Heldin, oder? Ist das eine Heldin einmal wieder? Siehst du, an die hätte ich nie gedacht, aber jetzt möchte ich es sofort recherchieren und machen. Tolle Frau. Und sie spielt da auch so eine also die hat so eine Aura, finde ich, in dem Film. Dann schwer verliebt und nichts wie raus aus Orange County. Den habe ich versucht, mir anzusehen. Da hat dann die DVD aber nicht funktioniert, leider. Habe ich mir ausgeborgt in einer Videothek. School of Rock 2003. Starker Film. Hat mir irrsinnig taugt und genauso, nein, ich habe jetzt lang nicht mehr daran gedacht, aber den habe ich im Flieger gesehen nach Australien und habe irrsinnig lachen. Wirklich, wirklich lachen müssen. Neid, bitte schaut euch den einmal an. Kannst du nur erinnern dran? Da findet er diesen Spray, der Hundescheiße verschwinden lässt. Den kenne ich gar nicht. Nein, bitte. Den müssen wir unbedingt anschauen. Bitte schaut euch den einmal an, der ist echt gut.
Dann natürlich die richtig große Karriere. Darf ich dich kurz nochmal unterbrechen, Christian? School of Rock hast du in... Du bist ja Lehrer, oder? Ist das haben wir jetzt noch nicht erwähnt vorher. Genau, das schon mal erwähnt haben. Ja. Haben wir schon mal erwähnt, okay. Nein, bin ich nicht. Zumindest arbeitest du in einer Schule, nein. Ja? Nein. Und genau, als Putzmann. Nein, das ist absolut nicht korrekt. Und hast du, glaubst du, öfters School of Rock oder Buddy der Weihnachtself in einer Supplierstunde geschaut? Buddy der Weihnachtself. Ja. Weil School of Rock habe ich, glaube ich, viel miteinander. Ich finde School of Rock habe ich vielleicht einmal gesehen. Okay. Einmal nur. In der Schule meinst du? Genau. Ja, okay. Aber sonst schon 20. Fünfmal. Aber wenn der Dieter wieder meint, das ist dann ein schlechter Film, ist ja okay. Aber weiß nicht, wie oft man so das dann sehen muss. Und so gut ist School of Rock gar nicht. Ja, oder? Ja, für die Schule ist es halt ein schöner. Weil es cool vorkommt, gell, ja. Weil man sieht, wie toll es sein kann, die Schule. Wenn man ein bisschen aus dieser eingefahrenen Art zu unterrichten rausgeht. Genau. Mhm. Und der Will Ferrell, ja, und der Jack Black, die haben ja einiges miteinander zu tun gehabt in ihrem Leben schon. Da gibt es auch wunderschöne Clips auf YouTube, wo singen bei den Oscars und so. Sehr crazy, ja. Mag ich. Mag ich auch. Mhm. Das sind echt lustige Videos. So Oscar-Humor halt, gell? Das ist so. Das stimmt allerdings. Lustig getextet. Das haben wir wieder. Haben wir aber wirklich 2005 herum irgendwie, ich glaube, da ist so YouTube dann so schon langsam irgendwie groß geworden oder vielleicht war es auch vorher, ich weiß nicht, oder kurz nachher. Ah, da haben wir dann geschmunzelt. Schau, wie mutig die bei den Oscars sind. Jetzt haben wir die zwei Lieder da. Das haben wir wieder bei dem, was du vorher gesagt hast, ob nicht viel geskriptet ist, gell? Ich gehe einmal davon aus, dass das geskriptet war, ja. Aufgesetzt. Ja. Aufgesetzt halt auch irgendwie. Hm. Ja. Naja, du. Hä? Hey, auch unser Podcast, der jetzt da so spontan wirkt, ist in Wahrheit, liebe Leute, geskriptet. Merkt man gar nicht, dass du Dinge runterliest. Ja, lesen, wenn man lesen kann, ist das ein Vorteil natürlich. Ja. Das war jetzt aber eine Spitze, gell? Das habe ich jetzt schon erkannt. Diskriminierung ist das, ja. Nur weil ich eine Legasthenie habe. Ja, jetzt wieder okay. Ja, alles klar. Ja, so kann es nicht weitergehen. Also da muss ich jetzt wirklich mal den Coach mal wieder einschalten. Da muss ich mal jetzt, ich brauche jetzt mal Rückendeckung da, lieber Coach. So kann es bitte, ja. Aber Christian, wie ist es dann weitergegangen? In der filmischen Karriere von Jack Black. Er hat ja dann einen großen Blockbuster. Endlich ist er aus dem Schatten von Kyle Gass herausgesprungen und hat ein großes Angebot bekommen. Im wahrsten Sinn des Wortes sehr groß. Weil es geht um einen großen Affen. Es geht um King Kong, Oliver. King Kong. Ja. 2005. Peter Jackson hat nach dem großen Erfolg von Herr der Ringe sich das Thema King Kong geschnappt und den Film gemacht. Nur, Olli, und jetzt kommt's. Ich habe King Kong nie gesehen. Ah. Und ich nehme mir an, du auch nicht. Ja, und dann nimmst du vollkommen gehen wir weiter, lieber Christian. Ich habe ihn tatsächlich gesehen. Wir sind, glaube ich, heute ein bisschen zeitversetzt, gell? Aber das kriegen wir hin, als alte Hosen. So ist es live. Ich habe ihn gesehen und zwar, glaube ich, sogar im Kino, weil es wahrscheinlich genau die Zeit war, wo ich eben Tenacious D irgendwie entdeckt habe und dann sofort auf diesen Hype-Train aufgesprungen bin und da alles mitgenommen habe. Und ja. Ja, aber hast du auch. Und das interessiert ja die Leute wirklich, Olli. Ja, da nagel ich dich jetzt da ein bisschen fest einmal. Hast du dann auch, wenn du diesen Hype-Train so mitgeschwommen bist, hast du dann auch Nacho Libre gesehen? Hast du Liebe braucht keine Ferien gesehen? Hast du das angeschaut? Oder ist das alles wieder... Okay, es ist, dann brauche ich die Frage gar nicht zu Ende bringen. Ja, habe ich gesagt. Weil Nacho Libre ist doch... Ich habe ja gesagt, ja.
Nacho Libre ist doch einer der wirklich amüsantesten Filme, die Jack Black jemals gemacht hat. Ein Werk, das nicht viele kennen. Viele kennen es nicht. Und ich biete mir sogar ein, dass sogar du mir gesagt hast, du hast ihn nicht gesehen. Nein, ich habe King Kong gesehen, habe den durchaus amüsant gefunden. Also amüsant ist jetzt so ein Hollywood-Blockbuster, wie man halt die kennt und liebt oder nicht. Nacho Libre im Gegenteil ist überhaupt kein Hollywood-Blockbuster, ist ein völliger crazy Film, wie ihn nur Jack Black machen kann und vereint zwei Leidenschaften. Das eine ist Jack Black und das andere ist das gute alte Catch-Business, das er da auf die Schaufel, auf die Schaufel nimmt, auf die Schippe. Und gar nicht so. Das ist schon sehr. Es ist ja ganz anderes Wrestling als das, was du magst. Es ist mexikanisches Wrestling, das kannst du ja bitte Lucha nicht vergleichen. Wie heißt das? Aber es ist schon so, dass die so durch die Luft schweben. Ja, manchmal glaubt man, die schwere Losigkeit haben sie verinnerlicht, haben sie genau, und das ist schon damals, vorhin war das nur sehr speziell und hat es auch noch nicht so im Mainstream gegeben wie heutzutage auch. Feine Sache. Habe ich auf DVD, Christian. Und Liebe braucht keine Ferien, habe ich gesehen. Gullivers Reisen habe ich nicht gesehen. Schaut. Du? Na, da bin ich dann vom Hype Train schon wieder oben. Ja. Vor dem zweiten Album rechtzeitig nur den Absprung geschafft, sage ich mal. Daneben war Jack auch über Jahre stets ein aktiver Synchronsprecher für Trickfiguren. Ja? Europäische Filme werden ja meistens in den USA nur mit Untertitel gezeigt. Die werden ja nicht synchronisiert. Aber Synchronsprecher. Natürlich nicht nur europäische Filme, auch asiatische Filme. Wobei asiatische Filme vielleicht sogar übersetzt werden. Aber die europäischen Haneke-Filme werden, glaube ich, nicht übersetzt. Da haben sie dann Untertitel drunter. Wurscht, ich muss mich da jetzt auch nicht verrennen. Er war Synchronsprecher für, und natürlich ist es sein Spezialgebiet. Der Olli zeigt auf und, hey, wem könnte ich da besser übergeben als eurem Geliebten Oliver Hauser. Oliver Hauser. Naja, natürlich Kung Fu Panda. Ja, jetzt glaube ich aktuell der vierte Teil. Hit me, baby, one more time. Sehr schöne Interpretation. Super, super. Tenacious D. Sind wieder in meiner Erinnerung. Ja, gekracht mit diesem Hit. Das finde ich absolut gut. Erinnerung gekracht. Ja. Und es leitet da über zu Britney Spears. Die ist ja vorbereitet. Am Desktop liegt. Ja, das haben wir noch gar nicht gesagt übrigens. Jack Black, auch ein Jack, noch Jack Nicholson. Wir sind heute vor Ehrfurcht vor uns selbst erstarrt, sind wir beide, der Christian und ich, weil wir selber überhaupt nicht bewusst den Jack Black genommen haben, sondern es ist mittlerweile schon in unseren Mark und in unseren Beinen, beides ist es drinnen. Es ist verinnerlicht, dass wir einfach nach Jack Nicholson mit einem weiteren Jack weitermachen, ohne es eigentlich zu merken. Das ist eine feine Sache. Und was viele auch nicht merken, ist die Synchronstimme, die deutsche Synchronstimme von Jack Black. Natürlich Jack Black im Original ein Meister. Ja. Aber auch die deutsche Synchronstimme ist ein Meister, und zwar der Tobias Meister, also mit weichem B, der Tobias Meister, so heißt er nämlich, Tobias Meister, ein extrem wichtiger und bekannter Synchronsprecher bei uns und natürlich auch Synchronregisseur, Dialogbuchautor, spricht unter anderem Brad Pitt oder Robert Downey Jr. oder Sean Penn oder Kiefer Sutherland, ja, also einer der ganz, ganz wichtigen. Ja, genau. Und genauso ein wichtiger ist im englischsprachigen Raum selbstverständlich Jack Black mit den vielen Synchronisationen, die er gemacht hat. Er wird übrigens
der Schauspielergruppe Fredback zugerechnet. Fredback in Anlehnung an das Red Pack, das ja damals als Sinatra, Martin, Sammy Davis Jr. und den anderen Unbekannten, ja, bestanden hat. Genauso gibt es ein Fred Pack. Und zwar sind die Schauspieler, die wir alle kennen. Das sind Ben Stiller, Owen Wilson, Luke Wilson, der Bruder von Owen Wilson, Will Ferrell, Vince Vaughn, Steve Carell. Ja, und unser Held von heute, der Jack Black. Das sollte auch, noch haben sie auch erwähnt sein. Es müssen ein Haufen mit Will dabei sein, oder? Das sind auch drei Wills, müssen in der Gruppe sein. Ja. Owen Wilson, Luke Wilson und Will Ferrell. Und Ferrell und Carell ist auch sehr ähnlich, ne? Das stimmt. Und Vince Vaughn ist auch so ein W. W, W, genau. Der einzige, der Ben Stiller, der, glaube ich, aufgrund von seinem berühmten Vater und seiner berühmten Mutter da reinkommen ist. Mhm. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Die haben da angefragt, du, kann unser Sohn da bei euch mitmachen im Fred Pack? Bitte. Ja. So, ich würde jetzt gerne ein bisschen noch einmal auf die Musik zu sprechen kommen. Und zwar Tenacious D, ja. Also der D genannt, hat bisher 4 Alben rausgebracht, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass ein 5. so irgendwie schon in der Luft liegt. Ich weiß nichts Offizielles, aber ich glaube, es tut sich gerade was bei der D. Und hast du da Insider-Informationen? Hast du da wen eingeschleust ins Studio? So, das ist so ein Gespür. Und ich denke mir, mit jetzt One More Time Hit Me oder Baby Hit Me One More Time. Ich glaube, dass das so der Beginn, ja, wenn die schon im Studio sind, für den Soundtrack von Kung Fu Panda 4. Ich glaube, du weißt, Ada Karl Geis, wenn der mal wo ist, dann setzt sie der fest. Nicht nur in deinem Gehirn, sondern auch im Studio. Und ich glaube, da kommt noch was. Aber vorher, 2001, Tenacious D. 2006, The Pick of Destiny. 2012, Rise of the Phoenix. Und dann 2018, Post-Apokalypto. Bei Post-Apokalypto waren doch auch so Videos, die so ein bisschen Godzilla-mäßig gezeichnet waren, gell? Das hat mich damals ein bisschen abgeturnt. Habe ich in Erinnerung. Kann auch sein, dass das eine Falschinformation ist. Aber Pick of Destiny ist natürlich auch ein Film, ja. Und ich weiß nur, dass ich da hingefiebert habe. Das war ja wieder in dieser Zeit, die ich vorher schon. Ja, ich habe den Film auch, hingefiebert. Jetzt fällt mir das wieder ein, ich habe den Film eigentlich später verortet. Ich glaube, das ist ein Film, der nach The Rise of the Phoenix gekommen ist. War anscheinend vorher. Und ich muss sagen, hat mir nicht so taugt. Nein. Ist underwhelming gewesen, yeah, wie wir Podcaster sagen. Aber das ist okay. Wir nehmen es ihnen nicht übel. Na, okay. Gäh. Er ist sehr kritisiert worden, der Film, weil in erster Linie wegen seiner sexuellen Anspielungen und der Darstellung von Drogenmissbrauch. Okay. Jack Black ist ja dann in Folge öfters in Musikvideos aufgetreten von anderen Bands, zum Beispiel bei den Foo Fighters oder bei Beck. Ja. Hat einen Gast. Cameo-Auftritt nennt man sowas, ne? Cameo-Auftritt, um das für alle zu erklären, ist dann ein Auftritt, wo er sozusagen sich selbst oder eine Version von sich selbst spielt und nicht eine Rolle. Wenn er sozusagen in einem Musikvideo von den Foo Fighters als Jack Black auftritt. Ja, so ist es. Und Christian, jetzt natürlich die Quizfrage der Woche. Ja, ich habe den Jingle leider nicht vorbereitet, sonst würde ich ihn abspielen. In welchem Song spielt einer vom Fredback auch einen Cameo oder macht auch einen Cameo-Auftritt? So wie ein anderer sehr bekannter Musiker. Das ist eine extrem schwierige Frage.
In was in was? Kannst du es noch wiederholen? Ich weiß, es ist auch schwer, es ist sehr verschachtelt formuliert. Ja, ich kann es eh sagen, es ist Robin Williams. Er hat einen Auftritt in Don't Worry, Be Happy zum Beispiel. Meinst du das? Na, ihr redet schon von Tenacious D Songs. Oder von einem Tenacious D Song. Es gibt einen Ben Stiller vielleicht? Ben Stiller ist es. Im Song Tribute. Natürlich der Smash-Hit von Tenacious D. Großartiger Song. Wer den noch nicht kennt und vorhin auch das Video dazu nicht kennt, möge das bitte nachholen. Wirklich sehenswert, hörenswert und sehr, sehr cool gemacht. Ben Stiller und dieser Teufel, gegen den dann gebattelt wird, ja, dieser Rock-Battle, das ist ja unser Freund von den Foo Fighters. Dave Grohl. Ja. Seit 2018. Also genau genommen. Genau genommen seit 21. Dezember 2018 betreibt der Jack, oder kann man mittlerweile sagen, seit dem Betrieb, weil es ist seit 3 Jahren nicht mehr bespielt worden, ja, einen YouTube-Kanal, Jablinski Games, haben wir schon erwähnt. Hauptsächlich geht es um Gaming, Popkultur, Autowaschen. Schaut es eine, geht es um viele schöne Sachen, vor allem auch dann Pandemiezeiten. Du, bevor wir da den Sack zumachen, alle. Ja. Möchte ich dir noch ein bisschen was über sein Privatleben erzählen und natürlich auch euch, lieben Händen. Seit 2006, ja, also fast zeitgleich mit dem zweiten Album und mit seinem schauspielerischen Durchbruch, ja. Seitdem ist er verheiratet, und zwar mit Tanja Hayden. Das ist eine Cellistin und die Tochter der dir sehr, sehr, sehr gut bekannten Jazzgröße Charlie Hayden. Ja, die beiden haben sie aber schon kennengelernt in einer privaten Highschool, der sogenannten Crossroads Highschool. Und sie haben 2 Söhne, 2006 und 2008 sind die geboren. Und jetzt, bitte, wenn du jetzt nur mehr anschaust, das Jahr 2006, stell dir vor, was da alles passiert ist beim Jack. Wahnsinn. Das ist unglaublich zugegangen. Dass überhaupt in einem Leben so viel passieren kann. Nein, in einem Jahr vor allem, ja. Ja. Das ist richtig, ja. Gell? Also, ja, da. Ist ein Wonderboy. Der Jack Black ist für mich ein absoluter Wonderboy. Bis 37. Wonderboy. Bis 37 hat er warten müssen. Ja. Da haben viele andere vorher schon aufgegeben. What is the secret of his power? Man weiß es nicht. Ja, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Man kann auch spät durchstarten, wie man auch bei anderen Helden schon gelernt haben. Genau, so ist es. Was ist dein Lieblingslied von Tenacious D, Christian? Fuck Her Gently. Das ist wirklich ein super Lied, da hast du vollkommen recht. We should talk. This is a song for the ladies. Na, lassen. But fellas. Lassen. Listen closely. So, liebe Leute, ich glaube, auf dieser Note, ja, kann man durchaus einmal einen Podcast beenden. Nehmt euch das zu Herzen, seid liebevoll. Ja. Das ist ein guter Tipp von der rechten und der linken Hand des Podcasts für euch. Und ich sage Baba, ciao, bis zum nächsten Mal. Bussi. Bis zum nächsten Mal. Reingesprochen in den lauten Abspann.